kommt heute bei Show 2. Im zweiten extra Ding. Ich weiß, was es ist. Subject Sigma nähert sich Minervas denn. Er darf den Finker nicht erreichen. Den Tunnel sprengen! Hallo? Bist du Sigma? Kannst du mich hören? Mein Name ist Porter. Charles Milton Porter. Doc Tenenbaum sagt, du wirst uns helfen, den Thinker aus Rapture fortzubringen. Das wird nicht einfach, aber das ist so bei guten Taten. Du solltest durch eine Luftschleuse reinkommen. Dankeschön. Der Besantilis hier ist ein besonderes. Melly, mal wichtig. Das ist irgendwann so ein Bandversteck. Aber mein Licht. Ah, den gerade gepasst. Minerva Stan war eine ganze Zeit vom restlichen Rapture abgeschnitten. Aber nicht vom Splicen. Bleib wachsam. Es ist dunkel in Minerva Stan. Aber wenn du das Stromrelais vor Ort resetten kannst, dann kann ich den Saft von hier aus wieder anschalten. Ich kann mich so ein Bohr an. Das ist nix. Okay, so schön. Mr. Porter. Ich möchte der Erste sein, der Ihnen zur Gründung von Rapture Central Computing gratuliert. Die große Kette wird stetig stärker, mit jeder Hand, die mit anpackt. Und glücklicherweise ziehen Sie und ich in Sachen Rapture am gleichen Strang. Hallo und willkommen in Minerva Stan, der Heimat von Raptures Hightech-Industrie. Ich dachte, geh mal nur links. Was dringt da in Minerva Stan ein? Porters neuestes Spielzeug? Er will den Finker für sich. Aber, tja, alter Freund, die Maschine hat mich auserwählt. Ist ein Schwächling? Ja. Reed Vaughn. Er und ich haben Rapture Central Computing gemeinsam gegründet. Aber der habgierige Kerl hat mich vor Jahren rausgedrängt. Die Splicer, die Sicherheitsvorkehrungen. Er zieht jetzt die Fäden in Minerva Stan. Porter und ich, wir sind Partner. Aber er treibt Unsinn mit dem Gerät. Die Rechenkapazität des Linkers ist verdammt nochmal ein Quantensprung, was Geschwindigkeit und Flexibilität betrifft. In den ruhigeren Stunden habe ich ihn die Ergebnisse von Baseballspielen vorausberechnen lassen.
und er arbeitet ungemein präzise. Wendet man ähnliche Programme auf die Märkte von Rapture an, hat man die Lizenz zum Gelddrucken. Aber Porter, ich habe gehört, wie er den Finker mit Aufnahmen seiner toten Frau gefüttert hat. Der Narr möchte den Finker in einen Menschen verwandeln. Ich kann mir kein traurigeres Schicksal für eine so perfekte Maschine vorstellen. Okay. Sieh dich an, Sigma. Du denkst, Porter sei dein Verbündeter. Aber der Finker weiß es besser. Der Finker weiß. Der Strom ist umgeleitet. Das sollte uns sehr helfen. Geh zu meinem Büro im Geschäftsleitungstrakt. Dort ist etwas, das wirst du brauchen. Mach schnell. Okay. Hinten wieder. Nee. Sag, das war nicht schlecht. Eine neue Waffe. Du bist? Nein, ich nicht. Ich gehe jeden Weg. Ich versuche jeden Weg zu gehen. Mein Gott. Flott mit. Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Schicken Sie verbündete Bots. Ah. Beweg dich darüber. Schön. Stopp. Saugroboter haben alles Mögliche aufgesaugt, bevor sie den Geist aufgegeben haben. Brich einen auf. Vielleicht findest du was Brauchbares darin. Stinkers hat jede deiner Handlungen vorhergesagt, Sigma. Er wusste, dass du hierher kommen würdest. Er weiß, wohin du als nächstes gehst. Und er weiß, du wirst scheitern. Wall war besessen davon, seine Vorhersagegleichung zu perfektionieren. Der Thinker kann vieles, aber die Zukunft sehen? Na, das Bleißen hat ihn um den Verstand gebracht. Von mir aus kann Wall hier in Rapture verrotten. Wir kopieren den Code des Thinkers und bringen ihn wieder unter die Lebenden. Okay, so, meins. Kleiner Freund. Schöne Musik von Level 1. Wussten Sie schon, der Thinker
verarbeitet umgerechnet 12.000 Lexikonbände pro Tag. Der Thinker arbeitet hart für Rapture. In den Wahnsinn ab. Mein Plasmid, das die Kleine aus ihrer Knechtschaft befreien soll, ist vielversprechend, aber in seiner Wirkung begrenzt. Es wirkt nur bei den Kindern, die die Schnecken im Bauch haben. Bei Erwachsenen-Spleisern oder Big Daddies kommt es zu Unverträglichkeiten. Das ist lästig. Aber wenn der körperliche und geistige Verfall umkehrbar wäre, wenn die Adam-Krankheit heilbar wäre, wäre seine heimtückische Natur überwunden. Das ist natürlich auch, oder? Der gerettet mir. Das ist irgendwie interessant, ja. Das war der Seder. Dieses Heckwerkzeug dürfte dir nützlich sein. Geh wieder in mein Büro. Ist aber schon klar. Minerva's Den gehört mir. Du glaubst, du kannst dich zum Thinker durchhacken? Versuch's ruhig. In meiner begrenzten Zeit als ein Meister hat mir der Thinker so vieles gezeigt. Vorher war meine Perspektive begrenzt. Baseball. Kurzer Cut.